Isst du gerne Meeresfrüchte oder Fisch? Hallöchen, hier ist eure Jojo und wir werden heute Quest im Südhof machen. Schön, dass ihr alle dabei seid. So, ich habe mich hier gerade mal so schön alles überblickt und auf so einen großen Felsen im Südhof gestellt, weil ich den Ausblick schön fand. Kommen wir hier runter? Nein, kommen wir nicht. Mensch. So, ich glaube, wir nehmen den Weg. Kommen wir hier runter? Ja, eigentlich schon. Natürlich. Perfekt. Genau, was unser Pferd nicht alles kann. So. Hier wären wir auch schon fast bei. Wie heißt der Typ? Ist das Jonas? Ja, der hieß Jonas, genau. So, dann legen wir mal los. Jonas, guten Tag. Hallo Johanna, schön dich zu sehen. Was führt dich hierher? Alles läuft super hier. Die Geschäfte laufen immer besser, jetzt wo Leute einfach hier reisen können. Aber wo ich so darüber nachdenke, eine Sache läuft nicht so gut. Seitdem das Boot sank, können wir keine Delikatessen des Meeres mehr genießen. Du fragst dich, weshalb ich nicht vom Land aus fische? Ja, das könnte ich natürlich machen, vor allem, weil es Ewigkeiten her ist, dass ich meiner Familie wirklich gute Meeresfrüchte bieten konnte. Wir haben solch ein Glück hier in Südhof. Das Fischen hier ist exzellent. Ein Paradies für Meeresbewohner. Und da kann man Langusten, Austern sogar direkt am Strand sammeln. Ah, Sigrid liebt Austern wirklich sehr. Du findest, dass wir etwas dagegen tun und unser Glück mit den Fischen versuchen sollten? Alles klar, auf geht's. Wirf einen Blick in die Kiste hier. Vielleicht haben wir ein paar Langustenkäfige übrig. Ich weiß es nicht. Hey. Jo. Langustenkäfige. Genau, Langustenkäfige. Wo finden wir hier Langustenkäfige? Langustenkäfige. So, ich habe jetzt schon mal die Frage der Folge parat, nämlich, isst du gerne Meeresfrüchte oder Fisch? Ich bin ja persönlich ein sehr großer Fischliebhaber, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde irgendwann sicherlich auch auf Fisch verzichten können, weil ich definitiv später keinen Fisch mehr essen möchte. Aber momentan mag ich Fisch noch sehr gerne. Jo, weiter geht's mit Jonas. Wir haben die Käfige gefunden. Wie ich sehe, hast du die Langustenkäfige gefunden. Ja, du hast Augen im Kopf, ich sehe es. Perfekt, Johanna. Jetzt haben wir alle Langustenkäfige und sie sehen gar nicht mal so schlecht aus. Wir haben Glück. Jetzt müssen wir nur noch zum Strand und sie dort aufstellen. Du möchtest mich mitnehmen, damit wir zusammen los können? Das klingt sehr gut und ich muss keine lange Strecke zu Fuß zurücklegen. Ich zeige dir dann, wo wir die Käfige aufstellen. Noch eine Sache, wir spucken hier in Südhof dreimal ins Wasser, wenn wir Langustenkäfige aufstellen. Eine Art Aberglaube. Aber es soll Glück beim Fangen bringen. Gut, dann spucken wir mal ins Wasser, wenn wir dann da sind. Lecker. Ja, so, ich mach das mal im Schnelldurchlauf, ne? Hier wären wir auch schon. Jetzt müssen wir dreimal ins Wasser spucken. So. Jetzt müssen wir diese. Oh, nicht die Map aufmachen. Jetzt müssen wir diese Käfige aufstellen. Achso, da. Toi, toi, toi. Okay. So. Hier kommt einer hin. Jetzt kommt hier einer hin. Dann stellen wir hier noch einen hin. Und den haben wir ja vorne ganz vergessen. Der kommt nämlich, ach so da. Der kommt nämlich hier hin. Toi, toi, toi. So, perfekt. Also, das wird einfach toll. Du hast die Käfige wie ein waschechter Fischer aufgestellt. Tolle Arbeit. Jetzt heißt es geduldig sein und etwas Glück haben. Ob wir in der Zwischenzeit Austern sammeln können? Natürlich, wir benötigen aber noch ein paar Dinge, bevor wir das tun können. Ich glaube, ich habe alles dafür am Hafen. Wir können also dorthin gehen. Reite mit Jonas zum Hafen. Müssen wir jetzt wieder diesen nicht komplizierten Weg nehmen?
Gibt's da überhaupt einen anderen Weg hier runter? Eigentlich nicht, ne? Okay, da reitet gerade eine voraus. Ich bin gespannt, wo sie dann langläuft. Ob sie auch diesen komischen, verkorksten Weg nimmt wie ich oder ob sie irgendwie einen anderen Weg hat. Lo hä? Okay. Ja, es gibt ein. Also, oh Gott, bin ich dämm. Nein, oh Gott. Ach Mensch. Das hätte ich aber auch irgendwie einfacher haben können. Na gut, egal. Also dann, lass uns mal sehen. Okay. Dieser Ort macht mich glücklich und beruhigt mich. Kannst du den Wind in deinem Gesicht spüren? Schließe deine Augen und lausche dem Geschnatter der Seemöwen. Mak, 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 mak. Wie schön. Was? Du glaubst, dass ich das Meer anscheinend sehr vermissen muss, seit mein Boot gesunken ist? Nein, 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 nein. Ich bin genauso glücklich, vom Land aus zu fischen. Hä? Wie auch immer. Es sollten sich ein paar Messer in der Nähe befinden, die perfekt zum Lösen der Austern vom Meeresgrund sind. Ohne die Messer brauchen wir es gar nicht erst versuchen. Wo habe ich sie nur hingelegt? Kannst du sie irgendwo sehen? Ja, sie könnten hier in der Kiste drin sein. Yay, deplatziert. Ja, hier gehören auch, glaube ich, keine Messer hin. Meines Wissens. So, da sind sie ja. Gut, dass du Augen dabei hast. Ja, ich habe Augen dabei. Ich glaube schon. Ah, Augen, ja. Jetzt sind wir mit guten Messern ausgestattet. Fehlen nur noch Eimer, in denen wir die Austern aufbewahren können. Es sollten sich hier irgendwo eine Reihe blauer Eimer finden, die ich damals mit aufs Boot genommen habe. Aber ich kann sie nicht sehen. Ich benutze sie auch für andere Sachen. Sie könnten also praktisch überall sein. Du rennst los und suchst nach ihnen. Ich liebe deinen Enthusiasmus. Ich bleibe hier und behalte die Stellung. Ja, die Eimer, die habe ich schon gesehen. Die sind seit neuestem hier, seit dem letzten Update. Die wurden hier nämlich verstreut. Hier liegt nämlich einer. Sonst wäre er aber irgendwie im Boden versunken, dachte ich. So, hier wäre einer. Achso, zwei nur. Okay. Gut. Zwei Eimer müssen reichen für Austern. Jo. Da sind wir auch schon. Guten Tag. Wow, du hast sie gefunden. Ich bin beeindruckt. Na, so schwer ist das jetzt auch nicht. Wir haben ja Augen im Kopf. Richtig, gut. Wir haben alles, was wir brauchen, um Austern zu sammeln. Lass uns zum Strand gehen. Dort gibt es nämlich Jorviks beste Austern. Ich gehe voran. Ja, du weißt ja auch, wo die. Du meinst, du reitest voran, aber wenn, dann sitze ich ja vorne. Wie ging das jetzt nochmal unkompliziert, hier runterzukommen? Achso, jetzt müssen wir aber, Entschuldigung, jetzt müssen wir aber hier lang. Ach, auf der einen Seite fischen wir diese Langusten und auf der anderen Seite fischen wir Austern. Kann man Austern überhaupt fischen? Oh Gott. Weiß ich gar nicht. Jo. Was müssen wir jetzt hier hin tun? Achso, die Eimer. Ja, die. Achso, okay. Hier ist es. Ja, alles klar. Knietief im Wasser. Jetzt müssen wir auch knietief absitzen. Nee, knietief ins Wasser gehen und. Plüpp. Ja gut, wir haben Gummistiefel an, das passt also. Ich persönlich reite ja am liebsten mit Reitgummistiefeln, weil die irgendwie praktischer sind. So mit Lederstiefeln kann ich mich wirklich nicht anfreunden. Ist überhaupt nicht mein Fall. So, alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist loslegen und die Austern vom Meeresgrund zu sammeln. Benutze das Messer, um sie zu lösen. Achso, das Messer. Das Messer ist hier. Blub. Sammle Austern. Will der jetzt mitsammeln oder? Ach so, da war was. Wir müssen ja jetzt. Das geht ja jetzt nicht mehr so einfach mit dem Rennen, ne? Deswegen auf die Shift-Taste drücken. Seit dem letzten Update gibt es ja neue Reiteranimationen, was mich persönlich sehr erfreut hat. Und ja, deswegen ist das jetzt so. Früher, also vorher konnte man einfach loslaufen, indem man einfach die Pfeiltaste nach oben drückt oder halt irgendeinen Buchstaben drückt, keine Ahnung. Und jetzt geht das halt mit der Shift-Taste. Was sagst du? Du denkst, dass es lange dauert, Austern zu sammeln? Ich weiß nicht, wie lange es dauert, Austern zu sammeln. Und darum steht mein Pferd jetzt wieder hier. Och Mensch, Skyfall. So, jetzt stellen wir uns mal ein bisschen ins Wasser rein. Ui, das sieht ja geil aus. Das sieht aus wie so die Krönchen. Kennt ihr diese Statue of America?
Diese Statue, die auf so einer kleinen Insel vor New York steht, sieht irgendwie so aus wie die Krone hier. Ich weiß nicht, ob es da einen Unterschied oder irgendwie ein Vorbild gibt, aber es sieht so ähnlich aus, sag ich jetzt mal so. Finde ich lustig. So, nochmal richtig in den Sattel setzen. Perfekt. Nochmal loben, Skyfall. Hast du fein gemacht, Ponylein. So, hier rechts oben seht ihr ein I. Da könnt ihr draufklicken und da findet ihr noch viele weitere Videos von mir. Unter anderem vom letzten Update. Und vergesst das Teilen, Liken, Abonnieren und Kommentieren nicht. Über die Kommentare freue ich mich persönlich immer am meisten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, eure Jojo.